Hallo ihr Lieben und willkommen zurück. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es gibt einige Momente im Leben, in denen man sich frei, ungezwungen und glücklich fühlt. Sie sind eher selten, aber es gibt sie. Ich mag gar keine Beispiele nennen, denn für jeden sind das unterschiedliche Dinge. Für mich ist es das Zeichnen, das Entwerfen. Und obwohl ich bis vor kurzem geglaubt habe, dass das Zeichnen ein rein kreativer Prozess ist, habe ich doch festgestellt, dass es so viel mehr als das ist. In dem Moment, in dem der Pinsel das Papier berührt, bin ich voll fokussiert. Die Welt um mich herum wird still und verschwindet. Die Konzentration in diesem Moment lässt den Lärm des Alltags verstummen. Es gibt nur mich und mein Projekt. Was für eine Erleichterung, was für eine Klarheit. Ich kann mich entspannen und fühle diese unendliche Ruhe. Fast wie in einer Meditation. Wobei nein, nicht fast. Es ist eine Meditation. Mein Denken wird klarer, während das Papier immer voller wird. Von dem Glücksgefühl ganz zu schweigen. Das fließende Gefühl, den Pinsel über das Papier zu ziehen und das kratzige und leicht raue Gefühl der Feder. Und dann diese Farben, diese leuchtenden Farben. Nur ein bisschen Wasser und sie erwachen zum Leben und zeigen einem ihr volles Potenzial. Wenn aus den ersten feinen Linien ein fertiges Ganzes wird, dann fühle ich mich frei, ungezwungen und glücklich. Dieser fließende Prozess, nicht zu wissen, was dabei rauskommt, intuitiv zu reagieren und überhaupt eine Verbindung zu seiner Intuition zu schaffen, ihr zu folgen, das ist mir der liebste Prozess. Und nicht nur die Verbindung zu seinem Inneren herzustellen, auch Verbindungen auf Papier zu schaffen, die Verwandlung von einem Element ins nächste, liebe ich abgöttisch. Es ist persönlich und nah. Ich kann einen Teil von mir ausdrücken, Welten erschaffen, Stimmungen aufzeigen, eine neue Wirklichkeit auf Papier zeigen. Meine Wirklichkeit, meine Geschichte auf Papier, die dann zu deiner Geschichte wird, wenn du den fertigen Entwurf trägst und das Tuch benutzt, darin lebst und neue Momente damit verbindest. Kreativität ist schon eine interessante Sache. Sie ist, wie der Name schon sagt, kreativ. Sie ist aber auch sozial. Sie lädt ein, ihr Gast zu sein. Und in diesem Zuhause bin ich wahnsinnig gerne zu Gast. Du auch?